Wall und beim 0:1 in Birmingham. Also die haben nicht so gute Erinnerungen an Tim Robinson, den heutigen Schiedsrichter. Wolverhampton, bei denen ja Costa, Bennett nicht mit dabei in der Anfang. 7 Punkte Vorsprung vor dem dritten, vor Aston Villa, der schon ein Spiel mehr hat, die erste gute Chance. Guter Freistoß und wir schauen hin. Ja, war nicht. Cavallero legt den Ball nochmal zurück. Jetzt. Die kämpfen um ihre erste richtige Torchance. Ach, die reingehen. Schön, wie sie da die ganze Breite ausnutzen. Leo Bonatini und Joko Jota zunächst beteiligt und dann Ivan Cavallero. Oh, gefährlich. Derjenige, der die Sache einleitet. So, da kommt der Ball rein. Kein Abseits im Zentrum. So bleibt Barry Douglas. Gut gemacht, der Freistoß. Szene als auch in der letzten aus dem Spiel heraus. Und hier sehen wir, das ist schon ein bisschen eine. Bonatini. Jetzt der Eckball. Schön reingedreht und optimal getroffen mit dem Kopf. Da war kein Verteidiger. Einer aus dem Mittelfeld. Nicht einer der Stürmer. Cavallero, Bonatini, Joko Jota. Alles bei diesem Kopfball. Und natürlich steht er auch viel zu frei. Geht da im Rückraum. 2-3 Minuten. Espirito Santo will mit seinen Jungs wieder ganz klar zurück in die Erfolgsspur. Und diesen leisen Wünschen und eine schnelle Genesung. Vom Platz schaffen sie. Wir gucken nochmal ganz genau hin. Ja, da prallt er mit dem Oberschenkel mit seinem eigenen Mitspieler. Forschung. Dallas zieht ab. Und dann ist noch ein Abwehrbeinpartie. Da darfst du nicht rumdribbeln am eigenen 16er. Joko Jota. Da ist die Chance. Der Ball noch nicht raus. Gut gespielt. Jai schaltet sich mal vorne mit ein. Und da ist die große Möglichkeit. Oben in der Mitte. Steht natürlich viel zu frei. Muss der besser abgesichert werden von Pontus Jansson, der dazu mal sicherlich ein bisschen Nachspielzeit oben drauf kriegen aufgrund der Verletzungsunterbrechung von Liam Cooper geben. Seis. Und dann Jansson sichert wieder nicht so richtig ab. Und dann ist der Ball drin. Zweitversuch. 90. Minute. Durch die Standardsituation, durch den Eckball. Tja, und da gibt es nichts. Auch der neue Mann, Matthew Pennington, bekleckert sich hier nicht mit Ruhm. Berardi, der Rechtsverteidiger. Dallas. Im ersten Durchgang war es nur der eine Versuch. Und was für ein Hammer! Ein Hammer! So, sie gehen wieder nicht richtig drauf. Sie laufen nicht zurück. Sie schließen diese Lücken nicht. Und dann ist es Jota. Saiz. Prima Wechsel. Cavallero. Doherty. So, jetzt wird er geschickt. Spielt seine Schnelligkeit aus. Und das ist natürlich. Das war noch keine Not, so weit rauszukommen. Jansson noch die Möglichkeit gehabt, einzugreifen. Weil es ein sensationell gutes Positionsspiel ist, was die aufziehen.